In Kombination mit der Quantox-Blutwäsche konnten die Autoren des Service-Handbuchs Mensch sogar einen Anstieg des negativen Redoxpotentials im Venenblut um das 13-fache erzielen. Keine andere bekannte Methode schafft einen höheren Spiegel von antioxidativen Schutzfaktoren im Blut. Ja, ist so. Habe ich mir selber ausprobiert, ist so. Also hier haben wir diese Kombination zwischen der Blutwäsche und Hochdosis C, das ja nicht immer so angeboten wird, als eine wichtige Methode erkannt, Rostschutzmittel im Körper aufzubauen, sozusagen die Zellschutzfaktoren zu erhöhen. Und das spielt ja nicht nur für die Zelle in den Geweben eine Rolle, sondern auch für die Sinnesorgane, das werde ich gleich nochmal zeigen, die eben sehr sensibel auf Licht und andere Einflüsse reagieren, einen hohen Sauerstoffbedarf haben und dadurch eben zum Rosten sozusagen neigen, Stichwort Hörstürze, Makuladegeneration, Tinnitus und so weiter. Also hier haben wir eine ganz große Problematik, wo man sehen kann, dass man mit diesen antioxidativen Methoden sehr viel erreichen kann. Also beispielsweise eben auch bei Leuten, die kreislaufregulatorisch beeinflusst sind, also Schwindel haben, solche Dinge beobachten wir. Sehr schöne Effekte. Also hier ein Patientenbeispiel, das immer wieder eindrucksvoll mir auch begegnet, weil ich den Patienten 3 bis 4 Mal im Jahr sehe. Der kam vor vielen Jahren zu mir und hat eben gesagt, er ist Diabetiker und hat dauernd Schwindel und die Werte sind gut eingestellt und der Blutdruck stimmt und es kann ihm kein Facharzt erzählen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Dann haben wir ihn halt angeschaut, wir sehen also hier ein grauseliges Bild da oben mit Geldröhrenbildungen, Spinnweben im Haus, noch und noch. Und der pH-Wert im Speicheltest auch nicht gerade ideal mit 6,2. Dann haben wir eben antioxidativ gearbeitet, mit Blutwäsche regulativ gearbeitet, Vitamin C mit dazugegeben und noch ein bisschen was anderes. Auch Wasser getrunken. Sie sehen, der Schwindel ist weggegangen und der pH-Wert hat sich stabilisiert und die Spinnweben haben aus dem Haus getrieben. Und das ist eigentlich ein entscheidender Faktor, der eben bei solchen Methoden einfach ohne Medikamente zustande kommt. Sehen die Sinnesorgane, was ich gerade sagte, sind da eigentlich die größten Warnmelder, die wir haben. Wenn wir eben eine Krankheit haben, eine Störung haben, ein Föhn kommt, der Blutdruck geht in die Knie, dann sehen wir sozusagen Sternchen. Also das reagiert am ersten. Bevor wir umfallen und einen Kollaps erleiden, haben wir erst, wir sehen Sternchen, wir hören nicht mehr richtig, wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Also das sind die größten Warnmelder, die wir im Körper haben. Und wenn man dann Leute anschaut, die eben in der Vitalblutanalyse so wirklich ganz stark gestörte Bilder haben, dann muss man sich nicht wundern, dass eben dann dieser ganze Dreck sozusagen, diese Müllhalde, sich irgendwohin ablagert, wo ja von Natur aus schon viel Sauerstoff gebraucht wird oder wo halt viele kleine Kapillaren sind. Das ist beispielsweise eben die Netzhaut des Auges. Und Sie sehen diese Krankheit, die jetzt von allen möglichen Therapeuten auch behandelt wird, die hat jetzt schon Jahrzehnte, weil eben diese Veränderungen in den Blutbildern, im Stoffwechselverhalten, in der ganzen Lebensweise da entscheidend mit hineinspielen. Gut, ich bin ja kein Augenarzt, aber ich behandle solche Patienten einfach durch antioxidative Infusionen, die in der Basis die Blutwäsche und das Vitamin C, aber auch noch weitere antioxidative Stoffe, die wir speziell zusammengestellt haben und die sich eben für diese gestörten Zellen bewährt haben, einsetzen. Denn wir können ja sagen, wir können in keinem Fall eine Heilung einer Makuladegeneration erzeugen, aber eben der Patient ist wirklich glücklich und zufrieden, wenn er dann sagen kann, und sein Augenarzt bestätigt ihm auch das, meine Krankheit ist nicht mehr so schnell vorangeschritten und die Angst, dass ich eben eine feuchte Makuladegeneration bekomme, die ist nicht mehr so stark in mir. Es geht mir eigentlich dahingehend schon auch wesentlich besser. Ich merke es ja selber, es hat sich wirklich was getan bei mir. Also so sind meine Erfahrungen. Und das gleiche bei Tinnitus, da darf man auch nicht nur sagen, ich habe jetzt eine Störung am Ohr oben. Ich doktere halt dann am Ohr rum, denn was würden Sie denn sagen, wenn Sie am Wagen eine Warnmeldung hätten, eine Warnlampe blinkt und dann geben Sie Ihren Wagen in die Werkstatt und dann sagt der Betreffende, ja, die Warnlampe habe ich Ihnen jetzt repariert, aber leider alles andere habe ich nicht gefunden. Also hier müssen wir sagen, wenn solche massiven Störungen der Sinnesorgane in Erscheinung treten, dann weiß ich automatisch, irgendetwas stimmt im Körper nicht und dann muss ich halt der Sache nachgehen. Soweit man es halt noch reparieren kann. Wir haben ja oft auch schon heute sehr junge Leute, die eben
Hörstürze haben, die eine chronische Tinnitusbelastung haben. Das hat mit der Blutungsstörung in dem Sinne ja gar nichts mehr zu tun. Das sind eben einfach Überforderungen, die die Leute dann sauer machen, wo die Sauerstoffversorgung, also die Gefäße zusammenziehen, gestört wird, auch regulativ, ohne dass man eigentlich der Blutungsstörung messen kann in diesem Sinne. Und dann kommen eben solche Signale, die sich dann natürlich auch irgendwann mal chronifizieren, zustande. Und wenn wir Tinnitus behandeln, setzen wir zwar auch den Laser lokal am Ohr ein, das ist eine ganz wichtige Methode in Verbindung mit spezifischen Magnetfeldfrequenzen. Wir machen aber auch eine regulative Veränderung des gesamten Körpers, indem wir eben ja, Sauerstoff geben, indem wir also ein bisschen auf die Spannung auch der Halsmuskulatur achten, indem wir eben auch die Säurebelastungen uns ganz genau anschauen, indem wir mal hineinschauen, was bei einer Vitalblutanalyse sich an Störungen zeigt. Und da kommt man eben schon auf ganz vernünftige Konzepte. So, großer Bogen. Ich habe viel von Ihnen verlangt, aber jetzt werde ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann zeige ich Ihnen nochmal, was wir machen können. Die Arthrose-Aufbaukur AAK nach Dr. Irlacher ist eine markenrechtlich geschützte Kombination verschiedener Wirkfaktoren. Grundlage ist das schwefelhaltige Heilwasser aus den Bad Füssinger Thermen zum Baden. Wieso kann das Thermalwasser als Jungbrunnen vor allem für Gelenksleiden gelten? Ab einer Temperatur von 32 Grad wird der Schwefel aus dem Heilwasser gut über die Haut aufgenommen. Dazu ermöglicht die stark verminderte Schwerkraft beim Schwimmen eine höhere Beweglichkeit der Gelenke, sodass der Schwefel seine Gelenkswirkung leichter entfalten kann. Schon nach wenigen Bädern im Thermalwasser stellt sich ein regenerativer Effekt ein. Um diesen Effekt zu erhöhen, setzt Dr. Irlacher modernste energiemedizinische Methoden ein. Diese Laser hoher optischer Dichte ermöglichen einen sehr präzisen Einsatz an verschiedenen Gelenken, ob an Knie, Schulter oder Sprunggelenk. Auch bei Fingergelenken, Sehnenentzündungen wie Tennisellenbogen und Achillessehnenproblemen, Nacken- und Rückenschmerzen hat sich der Einsatz des Bündellasers sehr bewährt. Hatte man früher nur eine einzige Laserdiode, kann man heute gleichzeitig verschiedene Problemzentren behandeln, auch unter Berücksichtigung der entsprechenden Akupunkturpunkte, die von den Lasern ohne schmerzende Nadeltechnik stimuliert werden können. Bei Arthrosen des Kniegelenks setzt Dr. Irlacher zusätzlich zum Laser Hyaluronsäure ein. Dabei verwendet er eine biotechnologisch gewonnene Hyaluronsäure, die an Natrium gebunden ist und keine der früher bei tierischen Präparaten üblichen Nebenwirkungen verursacht. Die computergesteuerte Behandlung mit dem Lasersystem dauert etwa 20 Minuten und verläuft absolut schmerzfrei. So kann der Kurerfolg in Bad Füssing erhöht und wirksam verlängert werden. Auch nach dem Kuraufenthalt erhalten die Patienten zum Beispiel organisch gebundenen Schwefel. Wie aber kann man den Kureffekt verbessern und verstärken? Hier hat sich einiges getan. Bewährt hat sich zum Beispiel die Quantox-Blutwäsche mit Sauerstoff als dynamische Reiztherapie, sowie bestimmte Infusionen und Spritzen von Knorpelextrakt. Schon eine einfache Spritze in den Muskel umschifft den Verdauungstrakt. Noch wirksamer sind Infusionen, mit deren Hilfe das Blut die Wirkstoffe überall im Körper verteilen kann. Als besonders wirksam im Bereich der Kurmedizin haben sich sorgsam auf den individuellen Bedarf abgestimmte orthomolekulare Infusionen erwiesen, welche die Vitalität schnell zurückkehren lassen. Beliebt und rasch durchführbar sind neben intravenösem Vitamin C vor allem Infusionen zur Entgiftung der Leber und zur Stützung des Nervensystems. Effektiver und schneller kann man Mangelerscheinungen nicht ausgleichen und die Vitalisierungseffekte stellen sich oft sehr rasch und nachhaltig ein. Eine vorhergehende Spezialdiagnostik wie die Haaranalyse kann Vergiftungsprobleme aufdecken und eine Analyse des Speichels dient zur Kontrolle des Säure-Basen-Haushalts. Bei Verdacht auf Übersäuerung und Verschlackung hat sich die Vitalblutanalyse bewährt, die im Gegensatz zur Laboranalyse im Computer nicht nur ein quantitatives, sondern ein qualitatives Blutbild vermitteln kann. Auch der Sauerstoffdruck des Blutes wird ermittelt und bei schlechten Werten durch die moderne Quantox-Sauerstofftherapie wieder nach oben korrigiert. Bei Problemen im Darm
wird die Sauerstoff-Darmsanierung in Verbindung mit basischem Aktivwasser eingesetzt, das im Servicehandbuch Mensch beschriebene Bad Füssinger Darmzottenbad. Schon innerhalb von wenigen Tagen kann sich so ein Blutbild mit natürlichen Mitteln verbessern und damit die Chance auf eine nachhaltige Regeneration, wenn man wieder nach Hause fährt.